Da bin ich wieder. Ich habe kurz nachgeguckt wegen technische Probleme. So, jetzt Kasse. Ups, da bin ich. Ah, super. Jetzt komm her. Geht doch. Achso, das ist eine Heuschrecke, ach Gottchen. Ja, typisch ich. So. Na, zu spät. Ei, da bin ich dran. Dass es vielleicht schon eingestellt ist, aber da war kein Haken beim Mikrofon. So, Fisch, komm. Put, 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 put. Ja, bei mir ist es heute angenehm irgendwie. Ist nicht zu heiß, nicht zu kalt, ist einfach gerade perfekt. Hey, will den Kescher. Ich versuch's mal. Ein Stein, yay! Ich wollte schon immer einen Stein angenommen.
leiser bin, es liegt an der Stimme. Ich hab so ein leises Organ. Ein Schiffshalter. Jetzt brauche ich nur noch ein Boot. Ja, ich weiß. Kann ich leider nichts dafür. Du Käfer. Du hast mir nicht an. Ups. Heilige Marmelade. Käfer. Ist das ein großer Käfer oder ein sehr kleiner Elefant? Ich glaube, das ist ein kleiner Elefant. Und gleich nebendran noch ein Fisch. Bei Murinenzähnen kommen mir die Tränen. Also ich wusste nicht, dass ich da bei mir. Und ist es bei dir offenbar oder eher nicht? Bei mir ist eigentlich angenehm. Und danke für den Follow, Nora Janello. Guten Tag. Wie geht es dir, Nora? Wie viele Plätze habe ich noch in der Tasche? So, passt. Gut, und dir? Mir geht es auch gut. Fange Fische, habe ich erledigt. Was dieses Geschrei von den Zikaden. Nervig. Na komm, ich bin so. Thank you.
ja nichts dafür. Wie ist es eigentlich, wenn die Zikaden abends und morgens so schreien, dann heißt es, dass es kälter oder wärmer wird? Dachte ich, glaube ich mal. Also habe ich mal gelesen. Was soll ich damit machen? Freilassen. Fragen sind gut. Oh ja. Aber nur wenn die Antwort weiß. Das stimmt. Das stimmt. So, Eugen, aufwachen. Oh je, ich bitte um Pardon. Ich grüße Sie, Amy. Willkommen im Museum von Hawaii. Wie darf ich Ihnen dienen? Fossilanalyse. Was darf ich für Sie prüfen? Juhu, Vorfreude. Nicht nur ein Pfund, sondern gleich mehrere. Dann mal rasch ans Werk. Ihre Funde sind von überwältigender Güte. Kein Zweifel. Wir haben selbst bereits solche Stücke im Museum. Wenn ich finanziell disponibler wäre, würde ich Ihre Funde ja liebend gern für mein Hobbysammlung kaufen. Doch auch wenn es sich für eine Eule schwerlich ziemt, mir fehlen die Mäuse. Hier nehmen Sie sie zurück. Dankeschön, Eugen. Kann ich Ihnen noch mit irgendetwas anderem behilflich sein? Passt schon. Sehr gut, dann wünsche ich Ihnen noch einen wundervollen Aufenthalt. Danke, Eugen, aber ich gehe deine Sachen verkaufen. Hallo, der Svenpai. Wie geht es dir? Herzlich willkommen.
Willkommen, Amy. Herzlich willkommen. Was können wir heute für dich tun? Ich will was verkaufen. Sehr gerne. Was hast du anzubieten? Zeig doch mal. Man lebt und ihr so. Oh, mir geht es auch ganz gut. Die Dose, die brauche ich nicht. Oh, da hast du ja einiges für uns dabei. Ich rechne das mal kurz durch. So, insgesamt bekämst du 28.450 Sternis dafür. Einverstanden? Natürlich. So, mein Dank. Wir hoffen, du beehrst uns recht. Bald wieder. Möglichst bald. Ja, bis gleich. Ich gehe jetzt tauchen. Ja, ich denke, wir alle leben. Es wäre schön, wenn wir jetzt alle nicht leben und hier als Geister da sitzen. Sag nicht, du bist schon wieder so mit, wie ich was wegschwimmen. Ein Fangschreckenkrebs. Oh, Schreck, was für ein Fang. Geist sein wäre manchmal ganz ziemlich nice. Findest du? Was für ein Art Geist wärst du dann? Diese Friseurin in der Unterwasserwelt. Ja, es gibt Poltergeister gibt's. Ja. Poltergeister gibt's auf jeden Fall. Gruselgeister. Keine Ahnung. Also ich wäre ein Poltergeist. Ich würde gerne den anderen irgendwie ein bisschen so Angst einflößen, Sachen verstellen, Sachen runterschmeißen, aber nichts Teures. Hey Mann, magst du vielleicht deine Kammmuschel an mich abtreten? Klar, nimm ruhig. Wow, voll großzügig von dir, Mann. Wer so spendabel ist, der soll auch im Gegenzug was Nettes erhalten. Außerdem will ich noch eine meiner Weisheiten mit dir teilen. Dann pass mal auf. Züge können nur vor und zurück und nie von Weg abweichen. Vielleicht schnauben die deshalb so viel. Ja, das wäre schlimm. Pack das mal in dein Oberstübchen. Peace out. Tschüss, Johannes. Ich glaube, ich wäre so halb Poltergeist und halb friedlich. Echt? Was habe ich jetzt bekommen? Ein Nixenlampe. Cool. Schon wieder.
Salami-Krabbe. Gibt es auch eine Salami-Krabbe? Es wäre witzig, wenn es eine Salami-Krabbe geben würde. Der schwimmt viel zu schnell. Komm her. Noch ein bisschen. Ach. Dann lass ich dich halt in Ruhe. Manchmal dann so die Leute nerven und dann auch wieder mal so in Ruhe lassen. Das sind die perfekten Geisterarten. Eine Kriegsprossenalge. Einen Fangschreckenkrebs. Oh, ein Schreck, was für ein Fang. Ich hoffe nicht, dass du Sternchen siehst, weil es dir schwindelig ist. Und zu wenig Luft unter Wasser. Spielt ihr auch Animal Crossing New Horizons? Aber ich glaube, mit deiner Stimme würde man dich als Pottergeist nicht ernst nehmen. Das glaube ich auch. Die würden sich, glaube ich, eher so sagen, was ist das für ein Geist? Oder keine Ahnung, was sie sagen würden. Nee,
ich bin eigentlich immer nur am Zuschauen. Okay. Ja, ich spiele Animal Crossing. Wow. Wir wollen nachher bei KK Musik hören. Hast du einen Sonderwunsch, Nora?